So, und eine kleine Folge hänge ich noch direkt hinten dran. Den machen wir noch geschwind. Wow. Eben stand ich auf der anderen Seite. Gehen wir wieder zur Seite. Protectron Vogel. Danke. Gegen was? Warum wird er jetzt gekämpft? Verschwinde! Klack, 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 klack. Bye bye. Gute Nacht, Beach. Aufhören. Was hat uns das hier drin jetzt gebracht? Hier liegt aber schon irgendwas. Bitte das Gebäude evakuieren. Wo kommt denn der jetzt hinter uns her? Wo kommt dieser Rekrut her? Oh fuck, ich hab's abgebrochen. Dumm. Jetzt rennt er davon. Nee. Ich komme mal schon. Nicht blocken, bevor die verkackten Roboter kommen, genau. Die uns dann eh in den Tod blocken. So, wir haben hier drüben noch einen Weg, der wohin führt? Direkt zu einem Ausgang. Ach, der eigentliche Eingang. Das heißt, es hier unten wäre einfach noch ein kleiner Irrgarten gewesen. Wahrscheinlich perfekt mit ganz vielen bereits erledigten Leuten. Atommine, richtig nice. Hier ist Wasser in der Dusche. Igitt. Wahrscheinlich schwimmt da schon einiges drin rum, solange wie das hier ist. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Okay. Was haben wir denn da? Ah, hier sind wir doch vorhin reingekommen. Das ist doch dieser Anfangsbereich. Wir kamen, glaube ich, von unten. Okay, sehr schön, sehr schön. Komm, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Ich will eigentlich gar nicht den Kram da drin ist, weil wir eh voll sind. Ja. Ja. Was? Ja, mit Fummeln auf. Ist der dumm? Okay. 21. Hey, du. Bye, bye. Komm doch her. Bitte das Gebäude evakuieren. Das Teil ist vielleicht heiß, ey. Wir sind immer noch zu fett und können nicht rennen. Ha, da kann man was durchschmeißen. Wow, 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 wow. Okay. Strong, da habe ich wohl echt was Wichtiges erwischt. Weil er steht mittendrin in den Flammen. Er ist am Abdampfen. So, ja, und schon sind wir fertig. Das hier ist der Hauptraum. Hier kommt man dann rein. Käfer. Das ist schon wieder der im Treppenhaus. Ich weiß nicht genau, wo der ist, aber er labert die ganze Zeit von Käfern. Also sind da wahrscheinlich auch Käfer. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude. Und schon ist es hier geschafft und kann abgehakt werden. Das war auch so eine kleine Nebenmission. Wir geben das direkt ab. Weil ich gerade so ein bisschen Level heiß bin. Ich will, dass wir eben die ganzen Sachen noch skillen können, die wir skillen wollten. Nachdem ich es abgegeben habe, schauen wir mal wieder in der Base vorbei und gucken, was wir überhaupt noch skillen wollten. Ich glaube, es ist immer noch ein Schmied und noch eine weitere herstellungsspezifische Geschichte. Achso, ja genau, die haben jetzt auch hier draußen... Schmutziges, leckeres Essen. Ja, schmutziges, leckeres Essen. Lecker, lecker. Die haben so viel Geld da... Fuck. Vorsicht, das ist ein Auto, das wahrscheinlich gleich hochgeht. Oh ja, oh ja. Achtung, Strong, geh nicht so nah dran vorbei. Boah, shit. Strong macht einfach nur so au und geht weiter. Das ist echt grob. Das ist ein grober Kerl, der Kerl. Okay. Das ist doch scheiße. Wo sind diese Raider? Über uns wieder? Das finde ich wirklich cool, dass es hier auch in den Häusern rumgeht. Dass da auch mal richtig was abgeht in den Häuserchen. Wir gehen gleich jetzt weiter. Gehörst du mir. Ich mach dich nur kurz tot, weil ich habe gleich Dinggewehr dabei. Der mich total krass. Weißt du? Guck mal, was ich damit machen kann. Zu einfach. Ach, wissen wir, zu fetten können die rennen. Bitteschön. Wen habe ich da jetzt getroffen? Ich habe einfach in die Luft geworfen. Wir tragen immer noch. Hallo. Bye bye. Ha! Erwischt! Drecksack. Oder Drecksäckin. Klang ja eher wie eine Frau.
Alter, ich bin halt auch selbst hier. Es ist noch nicht mal CSGO, trotzdem bin ich hier Utility-König des Jahrhunderts. Und Movement-Meister sondergleichen. Na, das ist natürlich schwach. Was ist das hier? My Birdhouse. Aha. Gut. Wir gehen nach Good Neighbor und gehen in dieses komische Hotel und geben dem Dödel seinen Halluzinogen-Kanister-Scheiß und kriegen dafür sau viel Geld, ne? Was soll ich mit dem Geld eigentlich machen? Mittlerweile haben wir so... Ah, ihr habt mir gesagt, ich soll den Ding... Das mache ich noch in der Hauptbasis. Ich soll den, ihr wisst schon, Voltec-Verkäufer, den soll ich in so einem Standlevel 3 hocken. Und da wird es ultra abgehen, weil der einem voll geilen Scheiß verkaufen kann. Weil der doch so ein krasser Verkäufer ist. Mache ich direkt. Das mache ich jetzt gleich noch. Dann haben wir direkt die Zeitschrift abgehakt und die Sache. So, Dummkopf, wo bist du? Ja, der ist unten. Der hat unten seinen Kabuff. Hallo. Ja, muss jetzt aufstehen. So lange räume ich hier vielleicht noch alles aus. Aha. Sein Passwort liegt hier einfach rum. Du bist vielleicht ein Grasdackel. Fred. Ich weiß nicht, du bist zurück! Ja! Yeah. Wie war Lucy? What the fuck? Alter, wie das Ding aufgegangen ist, gerade eben kurz das GeForce Update. Hast du was Gutes gefunden? Was sollte ich nochmal tun? Geh zu Hallucigen. Mhm. Na, klingt. In Ordnung. Diesen hab ich gemacht. Gaskanister. Sieht durchschlagend super aus. Vorsichtig damit. Das Ding zu zerlegen wird nicht einfach, aber das kriege ich schon hin. Was dich angeht, fehlt nur noch die Bezahlung. Hier bitte. Wie abgepasst. Hey, brauchst du eine kleine Stärkung, fuck, bevor du dich das auf mache ich Weg übrigens machst nicht, ne? Buff out. Mentats. Das ist irgendwie so komisch, auf einmal abbrechen. Jetzt gerade nicht. Ich bin immer... Aber es... Oh, fuck. Sorry. Hey, Fred. Danke nochmal, dass du diesen Job bei Lucy... Nein, das war doch nicht. Ich hab gedacht, Fred, ich bin es gewohnt, alles zu nehmen, weil mir eigentlich die Welt gehört. Fred, tut mir leid, dass ich jetzt muss ich diesen faulen, dreckigen Arsch wieder aufwecken. Steh auf, Fred. Bam, bam. Steh auf, du verkackter Boy. Ich klau dir nochmal dein Passwort, weil du einfach ein Lutscher bist. You are a Lutscher, you're a Lutscher, dude. Thanks for your piss. Du bist zurück. Yeah. Wie war Lust? Sau gut. Drogendealer. Diesen Drogendealer. Hier, Bett. Hey, brauchst du eine kleine Stadt? No, I don't need any mantles. Weißt du, was ich dir verkaufe? Weißt du, was ich dir verkaufe? Schau mal, was du hast. Du wirst es lieben. Vertrau mir. I for buying you, my mum. Nee, ich verkaufe dir jetzt voll den behinderten Scheiß. Und zwar kriegst du von mir erstmal. Jet brauchen wir, hör auf, das brauche ich. Mein Schatz ist das. Du bekommst von mir. So. Wie ist das? Biznitch? Ach, wie dumm, Mann. Wir brauchen doch eh keinen Cash. So, Achtung. Ich muss hier mal durch. Vorsicht. Achtung. Lass mich durch. So. Ich glaube, der Voltec-Mann ist nicht oben links in Sanctuary Hills, sondern auf Tentacle Island, da wo die ganzen Hentai-Mädchen wohnen. Deswegen gehen wir da mal directly hin. Exacto mundo, pronto, pronto, pronto. Spectacle Island, ja, da will ich hin. Da ist auch die Kate. Die Häuse Kate, unser Bettgeflüster-Trullermädchen. Die wir auch mal wieder mitnehmen könnten auf unseren Reisen. Aber die war ja so drogenverseucht und jetzt ist die so komisch zermatscht. Ich weiß auch nicht. Da ist der Strong halt schon echt ein Schätzchen gegen den. Mal gucken mal. Kein Geräusch. Was habt ihr schon wieder? Hört ihr das? Oh, fuck. Muss arbeiten. Alter, wie schnell der rennt. Der bottet voll davon. Ich kümmere mich drum, Leute. Tank. Wow, hat nichts gebracht. Bam, bitch. Get out my way, bar. Get out my way, bar. Strong, du musst den stärker kloppen. Macht das denn irgendwas? Ja, wirklich? Ich gebe ihm einfach. Bam, 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 bam. Aha. Da ist er doch, oder? Ist er das nicht schon direkt? Ach, das ist Deacon. Nee, das ist der Siedler. Keinen Ärger. Habt ihr das übrigens gesehen gerade eben? Einer von den Gunnern, der sah auch wieder aus wie Deacon. Und Deacon hat ja diesen ekligen. Ist dieser komische Kerl, der uns gestalkt ist, mehr oder weniger, was ich eben erfahren habe, mal in irgendeinem Wiki oder in irgendeinem. 10 Dinge, die du noch nicht über Fallout wusstest. Dieser Kerl, dass der einen stalkt und auskundschaftet, wie man eben so drauf ist. Wo habe ich den behinderten Voltec-Mensch hingeschickt?
Das ist ein bisschen blöd. Es gibt so ein Findungsterminal. Aber ob ich das finde, dieses Terminal, das, darin kann man nämlich Leute einfach aktivieren. Aber ich glaube, es geht nur in der Vault. Beziehungsweise erst, wenn wir die Vault haben. Warte mal, ist das doch irgendwie auch noch früh oder spät? Vielleicht ist noch jemand bei den Betten. Erstmal chillen, so. Jawollo. Keiner von, keiner, den ich suche. Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. Was? Was? Ehrlicher als Landwirtschaft. Da ist er. Kann Arbeit nicht sein. Okay, warte kurz, warte kurz. Das bist du, ne? Okay. 200 Jahre alt und deine Haut ist so glatt wie ein Babypopo. So, Verkäufer. Ich muss auf Verkäufer gehen und dann Stufe 3 oder so. Ich weiß nicht, was Stufe 3 heißt. Ist das das jetzt? Ich mache ihm sowas. Ich stell ihn hier unten hin, so. Und jetzt hole ich ihn. Shit, Leute, wir müssen die Moral hochhalten. So, ist es jetzt zugewiesen? Jawohl. Da geht er jetzt gleich verkaufen. Ey, wir müssen jetzt direkt mal eine kleine Tour machen. Sorry, aber wir müssen die Leute moralisieren. Die sind ja total demoralisiert, die Leute hier. Guck mal, jetzt baue ich mal ein paar schicke Betten dahin. Da freuen sie sich natürlich. Da freut sich die ganze Rasselbande, wenn sie das sehen. Betten, boah. Dankeschön, Mensch, hey. Ach, du bist so ein super Kerl. Ja, dankeschön, ich weiß. Nee, mal im Ernst, du bist super. Wasser, nur 4. Wie bitte? Und ihr meldet euch all die Jahre nicht, dass ihr euch fast am Verdursten seid. Ich klatsche euch hier mal in Wasserfabrikchen hin. Da fliegt euch der Löffel weg aus dem irgendwo raus halt. Guck mal da, Alter. Bum, bum, bum. Schakalaka. Mansafanga. Zack. Braucht das auch Strom oder was? Ah, jo, 2 Strom. Ah, Mensch. So. Bum und bum. Essen brauchen wir all die Jahre. Und ihr sagt mir, ich brauche Wasser. Ach, ihr seid echt Vögel. Falls wir noch Ding brauchen. Man kann hier so Scheinwerfer auf... Ah, die brauchen 2. Ah, shit. Warum brauchen die denn 2? Naja, egal. Essen wollen sie. Was die alles von mir verlangen, ich weiß auch nicht. Da muss ich jetzt erstmal selbst an die Ernte. Scheint wirklich was zu werden. Ach, ich dachte ganz kurz, er sagt Scheiße. Scheiße hier. Das ist ziemlich scheiße, was die Boys hier machen. Trag doch mal die Leiche weg jetzt. Der stuck da drin, oder was? Ah, das war damals schon das Problem, dass ich... Oh, wie er mit seinem Kopf wackelt. Dass ich ihn da gar nicht rausbekomme. Tja, it's ya boy, skinny pee. Da müsst ihr jetzt halt rumkommen. Hier. Wir sind bei 4 Essen. 6 Essen, sehr schön. Die nehmen das automatisch wieder an. Das Essen schwebt halt. Das sind die guten Schwebemelonen. Hier von Tentacle Island. So, aber wir sind jetzt trotzdem erst bei 7, ne? Ah, die werden nicht übernommen. Ach, der Grasdackel. Wir verschissen, ne? Wir brauchen noch mehr Essen. Gibt es, dass ich nicht genug Essen habe? Naja, egal, trotzdem. Wir haben hier genug Leute, die nichts zu tun haben. Ich schicke die jetzt mal auf das bisschen, was da ist. Da kann ich die einfach auf sowas schicken, dann nimmt ihr den Rest. Ja, kann ich machen. Okay. Gut, passt auf. Dann machen wir es so. Wir können zum Glück hier auf J gehen, dann auf Werkstätte. Und dann können wir hier durchgehen. Da sehen wir sofort, wo die Kacke am Dampfen ist. Und hier an der auf der Abernathy Farm. Da rennt. Da bei deiner rennt. Deswegen schauen wir jetzt mal direkt, was da so rennt. Und helfen ihnen. Wir verbessern die Lage in der dortigen Situation. Angepasst an die Umstände der Geschichte. So, die sind aber jetzt schnell gewachsen. Zu werden. Du trägst so vielen, kannst nicht rennen. Ja, vielen Dank auch. Mit eurem Scheiß. Warum sind eure Kacktaters so schwer? Ihr banket. Okay. Hier haben wir die Roboterwerkbank. Hey, krass. Da hinten wird voll geschossen. Aber das sind nicht unsere Leute, okay. Wir brauchen Betten. So, ich weiß, gleich laufe ich langsam. Ist mega. Und die machen wir... Wisst ihr was, ihr braucht? Ne, ich wollte gerade sagen Schlafsäcke, aber wir können von denen einfach am meisten machen. Warum können wir von den geilen Betten mehr machen als Schlafsäcke? Ich raff's nicht. Schlafsäcke sind halt ultra krass.
Die sind halt schon echt teuer, solche Schlafsäcke. Kann auch einer unter deinem Bett schlafen. Boah, er ist so am Abkeulen. Hier kann noch eins hin. Da könnt ihr zwar nicht einsteigen, aber es ist mir das ist mir schleierhaft. Können wir da irgendwo noch was hinmachen, hier unter die Treppe? Da passt doch noch jemand hin von euch, oder? Ah, jo, komm. Ah, jetzt erzählt mir aber gerade einen Schmarrn. Leute, wir müssen Platz sparen. Was seid ihr auch so fett alle? Nein, jetzt nicht runterfallen. Hier oben muss auch jemand schlafen, genau. Ich seh's kommen, dass wir hier... Leider, warum... Ach du Scheiße. Feuer frei! Wir brauchen mehr Geschütze! Schnell! Schweres MG! Feuer! Bam! Schießt du mal! Sterbt alle! Sterben die auch? Die sind direkt unter uns irgendwie. Okay, das bringt nicht viel gegen eine Maschine. Oh, alle sind am Fighten. Krass. Das ist echt krass, oder? Bam. Das heben wir später alles auf. Jetzt müssen wir erstmal weiterbauen. Wir haben jetzt nicht genug Zeit für so einen Spaß. Wir können, glaube ich, direkt hier oben sowas anbauen, oder? Geht das? In die Richtung geht's. Im Commonwealth aus. Ich mach's einfach so, das sieht jetzt zwar komisch aus, aber genau so haben früher auch die Siedler gebaut. Damals, 1800, 700, Duckert. Butter. Ich war da ja dabei, weil ich bin ja Student, und ich hab das gesehen. Okay, gut, das passt so. Ich baue einfach noch so zu. Ey, das ist voll das Haus, ich weiß gar nicht, warum wir im wahren Leben nicht so geile Häuser bauen. Total günstig, total stabil. Totally stable. These things are stabilized. Ja, ich weiß, hinter mir ist das nichts. Die gehen in der Leere. Ihr wollt jetzt echt noch was zu trinken haben, was zu... Oh, Leute, das habe ich nicht so ganz... Ha. So, und es gibt noch was zu trinken für euch. Boah, er ist so am Schnaufen. Hier. Bitteschön. Wisst ihr, was ich machen könnte? Oh Gott. Ich hab also nicht... So. Ich leg einfach meinen Scheiß hier ab. Ich gebe mir einfach der Katze. So, und schon können wir wieder rennen und uns tollen umher mit Leuten spielen. Ach Gott. Essen brauchen wir, nicht Ding. Warum verwechsel ich Essen mit Wasser? Wasser und Essen. Ich weiß nicht. Ist ja in der Theorie. In der Theorie ist das selber, ne? Muss ich das alles für hier verbrauchen? Ich dachte, ich kann das so cool mitnehmen rüber auf Tentacle Island und denen dann mal einen schönen Eiersalat machen. Du hast bestimmt keine Arbeit, gell? Sehr schön, bitteschön. Halt, es wird schon zugewiesen. Aber irgendwie nicht so richtig. Komm mal mit einer nicht ins Bett. Die will schon wieder ins Bett, die Alte. Die ist doch blöd. Sicher! 13, 14, 15. Baccarino. Jetzt brauchen wir halt eigentlich einfach noch mehr Essen, das wir dann anpflanzen können. Ich habe schon so oft Essen abgelegt. Vielleicht ist hier Essen drin. Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser. Ja, super, das bringt uns auch nicht viel. Hi, wie geht es dir? Egal, das konnten wir jetzt klären. Das heißt, wir gehen einfach direkt weiter zur Außenposten Simone. Und machen da halt weiter. Das wollten wir eh schon seit längerem mal machen. Ich wusste wirklich nicht, dass die Leute dann abtrünnig werden können, beziehungsweise wir Außenposten verlieren können. Das wusste ich nicht. Ich dachte mir, es ist schon schlecht, wenn die Moral nicht hoch ist und vor allem, wenn man denen nicht hilft. Ich glaube, wir haben bis jetzt erst bei 2, 3 Verteidigungen geholfen. Aber meistens, weil wir auch woanders waren und gerade in der Mission waren. Aber dass man da komplett genudelt wird, das habe ich nicht gewusst. Ihr habt null Essen. Ach, fickt euch. Gerade das, was ich... Hä? Null Essen? Ganz, wie du willst. Leute... Hallo. Da ist eine Raider-Tulla in unserer Base. Wie ist denn die jetzt hier reingekommen? Musst du die jetzt hier oben unbedingt unser Geschütz kaputt machen? Hopp, komm. Komm ich da nicht drauf?
Gut, ich gehe die Abkürzung und zwar hier hoch und dann lasse ich mich halt da runterfallen. So. Zufrieden jetzt. Du wirst ja bestimmt reparieren. Ja. Tja, bescheuert. Also Leute, wir haben hier doch Pflanzen stehen. Kann die nicht jemand einfach bewirten? Da ist einfach niemand dran. Ihr kommt da nicht hoch. Ich glaube, ich muss den auch einen Aufgang bauen. Die raffen das nicht. So, verstanden. Du kannst maximal 7 machen, ne? Ja. Guck mal hier, ich mache euch eine Treppe hier hin. So. Und zwar geht die hier hoch. Die geht hier hoch und dann geht's da ein Stück höher. Schneit's jetzt gerade hier oder was? Da kommt ihr hoch, ne, ihr Dödel. Sehr gut. Warum? Okay, dann führt ihr halt so ein Stück runter wieder und jetzt kommt der Trick. Ne, irgendwie. So ist es nicht geplant. Vielleicht brauche ich oben erst eine kleine Plattform. Aber einen kleinen. Es gibt auch diese kleinen Böden hier, die. So. Noch so einen kleinen Boden. Dann machen wir eine kleine Treppe nach oben. Eine sogenannte Popeltreppe, so nennt man die. Nach oben. Ja, na also, das geht doch. So, und schon haben wir es ja eigentlich geschafft. Wir sind direkt, wenn man so will, exacto mundo. Es gibt noch so einen ganz winzigen kleinen Tritt. Da. Ha! Da ist er. Leute, bin ich gerade der totale baukrasse Ingenieur oder so? What the fuck, dude? Warum studiere ich Informatik? Ich müsste eigentlich Baukunstwissen studieren. Wie sie es direkt benutzen, meine süßen kleinen Lemminge. Ja, geht hoch, ich komm mit, ich komm mit. Und dann müsst ihr hier hochgehen, dann mache ich euch die Leiter hier noch weg, die Treppe. Und dann kann der Scheiße gehen. Oh, ist das nicht cool, was ich hier geschaffen habe? Jetzt weiß ich, wie sich ein Ingenieur fühlt. Wow. Wow. Ihr habt kein Essen hier, Verlierer. Da ist jetzt nur einer am Futter machen. Da ist noch eins offen, aber wir haben trotzdem nicht genug. Das heißt, wir brauchen so oder so noch jemanden von da oben, der da einfach mal mit dran geht und die nehmen dann zum Glück scheinbar automatisch auch allen anderen Futterkram an. Du kommst mit und zwar gehst du bitte mal da vorne hin an. Hä? Immer da. Verstehe. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Gut, es ist grün. Grün ist grün, das reicht. Wir haben den nächsten, und zwar das Besucherzentrum. Hä? Besucherzentrum, Besucherzentrum, Besucherzentrum. Bisexual Zentrum. Was für ein Besucherzentrum? Wo ist das? Da sind 12 Leute. Ist das vielleicht... ein Verhaber? Ah, warte, ich hab eine Idee. Routen. So. Ich sehe kein Besucherzentrum. Wir lassen das mal und gehen nach Covenant. Was fehlt denen da? Wahrscheinlich auch wieder Essen und ich denke, es wäre Wasser. Ja, hört auf zu lachen. Dann ist es irgendwann nicht mehr lustig, ne? Dann schauen wir mal. Oh, die Müdigkeit ist auch nicht mehr lustig. Ich bin so zerstört. Jetzt bin ich ans Mikrofon gestoßen. Hello, it's your boy Skinny Penis. Was habt ihr hier gemacht, ihr Schweinepriester? Was braucht ihr? Schutz, sehr gut. Ihr braucht einfach nur Schutz. Das ist schon mal sehr angenehm. Da kann ich euch draußen was Leckeres, Kleines hinbauen. Achso, ja, ich muss hier richtig rausgehen. Weil ich sonst, wow, gefangen bin. So, jetzt fehlen nur noch Betten. Ich kann die Tür nämlich leider nicht im Baumodus aufmachen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Finger. Hallo. Pies dich doch mal. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich hab. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Um Gottes Willen. So, ihr braucht noch Betten, ne? Hab ich gehört. Machen wir hier mal auf. Und machen hier mal ordentlich. Aber ordentlich. Ein paar Betten rein. Moment.
Okay, haben wir schon. Da passen noch zwei rein. So. Na, super. Nein, ich verpasse die Sachen immer. Und dann wähle ich irgendwas hier unten auf der Liste aus. So, Betten. Naja, passt leider doch keine zwei rein. Ich will da schon, dass die Leute luxusmäßig liegen können. Nein, die sollen schon krasse Überbetten haben. Couch, lächerlich, weg damit. Ist doch kein richtiges Bett, so eine Couch. Wie stellst du dir das vor? Was ist denn das? Kommende Erinnerung. Kommende ist ein sicherer Ort, was auch immer. Ein schlimmes in der Vergangenheit. Okay. Schmüllere, ist egal. Was das ist mit Carbon, ich hab doch alle umgebracht. Aus Versehen sind die gestorben, alle irgendwie. Weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das ist scheiße, dass ich die Tür nicht aufmachen kann. Türen müssten dann beim Kaufen irgendwie. Also, wenn man im Bauen ist, müssten die automatisch aufgehen. Was ist denn das? Sieht aus wie die Piper. Nur halt in behindert irgendwie. Ich meine, in verschoben. So. Piper, was ist mit dir los, ha? Fräulein, komm. Kriegst halt nicht anders hin. Nice. Das ist. Und dann noch eins hin. Und schon sind wir fertig. Juhu. Kommt man da überhaupt noch rein? Nicht. Ja, es ist wirklich immer viel zu tun als König von so einer City. Muss halt immer viel machen, da. Muss halt immer sehr viel machen. Direkt eins weiter vorsorgen. Man soll nicht sagen, dass ich faul wäre. Und jetzt haben wir das hier auch alles erledigt, ne? Was für ein Sauhaufen. Die wollen noch Wasser. Mhm. Diesmal habe ich es direkt als Wasser erkannt, oder? Ja, Wasser. So, Wasser. Ihr bekommt hier so ein Brünnchen. Natürlich direkt hier rein an euren Baum. Da einen hin und hier einen hin. Und sogar noch, wisst ihr was, weil ich so nett bin. Hier hinten noch einen hin. Hier, genau hier hin. So. Hoppala. Fällt da eigentlich rum? Wenn du nicht den Wake haben warst, guckst du dir an. Wir schauen mal, was es jetzt noch so gibt. Der Slog. Aha. Der Slogarino Bambino. Da waren wir auch noch nicht. Na gut, was heißt, da waren wir auch noch nicht? Ich glaube, wir waren echt nur in zwei, drei Lagern, die wir eingeräumt und aufgeräumt haben, aufgebaut haben und so. Und dann sind wir nur noch irgendwann durchgegangen, haben überall die Strahler hingemacht, dass ganz viele Leute reinkommen. Ja. Das geht so natürlich nicht, na, ist klar. Was wollt ihr hier haben? Bitte kein Essen, damit kann ich nicht dienen. Ah doch, ihr habt hier ganz viel Essen. 27, nice. Dann wollt ihr noch mehr Schutz, alles klar. Wie viel sind das hier? Genug, oder? Ah, die Ernten sind aber alle bei der Ernte. Gibt es jemanden, der einfach so... Ah, ihr macht nichts. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Drei Leute, die nichts machen. Optimal. Dann können wir hier so einen großen Wachposten aufstellen. Hier hin. Wir sind bei Schutz bei 15. Da hockt auch noch jemand rum. Sehr gut. Dann machst du das hier. Hoppala. Du, Frau, machst das hier. Klar. Klar. Und der Kerl da hinten... Der macht dann das hier, der da rumsaß. Oder die Frau. Frau könnte das auch machen. Ja, hier sind alle gleichberechtigt bei uns in dem Dorf. Und zack. Und jetzt haben wir nur 10 Betten für 18 Leute. Etwas wenig. Leute, wie habt ihr die hingestellt? Ich kann das gar nicht nehmen, das Bett. Dass das hier drin steht. Um es zu verstellen, damit hier mehr hinpassen. Was ist das für ein Scheiß? Ach, fuck. Betten, jawohl. Naja, das wäre fies, wenn ich sie ins Klo stellen würde. Hier vorne kann noch jemand pennen. Hier vorne kann noch jemand pennen. Dann hier noch einer. Und da noch einer. So, und hier drin. Da habt ihr gar nichts gescheit gemacht. Das war aber auch ziemlich bescheuert. Egal. Überall wird angegriffen, krass. Ob die dann auch öfter angegriffen werden, wenn die Ding schlecht ist. Oh, das sind die Geschmiedeten wieder. Warum schießen wir auf die von so weit weg? Sollten wir die nicht einfach in Ruhe lassen? Warum lasst ihr Leute uns nicht einfach in Ruhe? Ja, wir fangen an, unser Dorf fängt an. Warum denn?
War das jetzt eigentlich eine Geschmiedete da vorne? Oder ist sie dummerweise gestorben? Es ist vorbei, genau. Geht einfach weiter. Einfach weitergehen, es gibt nichts zu sehen. Abernathy Farm! Ach, was wollten die jetzt schon wieder? Nee, es wird jetzt nicht doppelt gemacht. Wir können jetzt noch eine gucken wir uns an, der ist locker. Wir haben nicht genug Wasser da oben. Dolos. Das ist der Grey Garden. Nee, Grey Garden ist das mit den Robotern, ne? Deswegen müsste das Loch sein. Ihr habt ultra viel Wasser, erzählt mir keine Scheiße. Die Burg! Oh nein, die Burg, die braucht ziemlich viel. Jetzt habe ich mir kein Essen mitgenommen. Ich hätte einfach mal was pflücken sollen von denen. Und die ganzen Teerbeeren. Ich glaube, so heißen die Teile dann einfach hier drüben anbauen sollen bei uns in der Burg. Oder auf Tentacle Island. Naja, naja. Die werden ja echt überall... Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Das klingt sogar noch... Wir hatten da so eine Ultrawumme am Start. Ist das hier gerade kaputt gegangen? Leute, ihr habt das Essen kaputt gemacht. Bist du nicht einer dieser Sins? Scheint wirklich was zu werden. Habt ihr echt jetzt die Ernte kaputt geschossen? Ich will mit dem Mais handeln. Okay. Ja, Essen ist jetzt natürlich wenig geworden, wenn ihr das einfach über den Haufen schießt. So, 5. Hier können wir 5 neue Pflanzen. Ah, auf dem Boden haben wir auch noch Kram. Komm, setz dich einfach ab. Ja, alles ruhig, so wie wir es mögen. Dann haben wir hier noch. Jawohl, Karotten und Kürbis und so ein Scheiß. Das ernte ich jetzt alles. Weg mit dir, du Kackvieh. Du komischer Stein. Aber ich glaube, die sind kaputt hier, die Dinger. Ja, jo, die sind einfach umgeschossen. Kann man das Zeug umschießen? What? Warte mal, kann das umschießen? Wie ungeschickt von mir. Komm. Jetzt müssen wir erstmal die Bedürfnisse hier von den Leuten befriedigen. Haben wir hier keine mehr? Doch, Karotten haben wir noch 3 Stück. Okay, aber das war's. Nein. Die haben wir auch noch, diese Kürbisse. Komm, das ging doch eben. So, ist hier alles schon übernommen? Ja, das ist alles schon übernommen. Das heißt, wir kriegen gerade einfach nicht mehr. Energie haben wir letztes Mal, glaube ich, schon festgestellt, dass das einfach nie ausreicht, so wie es scheint. Ich baue hier einfach einmal den... Ne, nicht den größten. Oh, wir könnten so einen Fusionsgenerator bauen, aber da greifen wir echt tief in die Tasche. Also da baue ich lieber nochmal so einen... Ne, ich baue gar keinen. Scheiß doch auf die Energie. Wofür brauchen wir Energie? Ich weiß es nicht. Da scheint alles gut zu sein hier bei denen. Okay, Leute, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ciao, ciao.